Gold Shadow und ich stehen gerade im Transporter auf dem Silverglade Landgut und das kann eigentlich nur eins bedeuten. Okay, ihr wisst es ja schon. Ich hab's ja schon im Titel und Thumbnail gespoilert. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pferdekauf-Video. Ein weiterer Sell Français zieht heute bei mir ein. Und ich reite hier mal gerade nach rechts, denn hier werde ich jetzt mal ein Pferd switchen, was ich schon habe. Und hier werde ich auch mal noch ein Pferd switchen, was ich schon habe. Ich packe jetzt hier mal noch den schwarzen rein. Oh Leute, die sind einfach alle so schick. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, glaube ich, selten so schwer getan dabei, mich für Farben zu entscheiden. Wenn die jetzt noch bombastische Gangarten hätten, dann würden wahrscheinlich sogar wirklich alle einziehen. Weil das ist einfach ein Pferd. So krass, hat mich, wie gesagt, schon lange keins mehr irgendwie überzeugt. Also unfassbar. Ich würde aber sagen, ich bin mir jetzt gerade selber noch so ein bisschen unsicher, welches ich kaufe. Wow, okay, und es ist schon das dritte und ich bin mir immer noch unsicher. Das kommt selten vor. Also lasst euch gleich mal überraschen, welches es wird und welcher Name es wird. Oder lasse ich euch, vielleicht packe ich es auch ins Thumbnail. Vielleicht wisst ihr sogar schon, welches es wird. Ich bin auch unentschlossen, ob ich das Pferd ins Thumbnail reinpacke oder ob ich es als Überraschung für euch lasse. Gucken wir mal. Und da seht ihr es. Es ist das Steel Grey geworden. Ihr habt mir geschrieben, es ist ein Steel Grey. Und es ist ein Stütchen und ich habe sie auf den Namen Future Star getauft. Denn ganz viele hatten das gesagt. Ich habe es jetzt auch schon gesagt. Es ist nicht mehr so aufdringlich hier im Kaufstream, im Kaufbild, dass die Self-Horsey halt super, super jung aussehen. Die sehen halt einfach noch so aus, als ob sie noch so ein bisschen schlachsig wären. Gerade halt frisch unterm Sattel. Und noch Muskulatur aufbauen müssen. Und deswegen ist sie mein Future Star. Ich fand irgendwie den Namen total goldig. Und wir sind bei Future Star in der Box angekommen. Ich finde sie super, super hübsch. Ich liebe diesen smoothen Grauton. Und hier hinten diese ganz, ganz, ganz leichten Deppels. Diese wunderschöne Schattierung. Und ich finde das so schön mit dem Gesicht. Ganz ehrlich, dieses Steel Grey hat in meinen Augen das krasseste Babyface von allen. Und das ist auch der Grund, weshalb mir das Instant so gut gefallen hat. Und dann noch, oh, guck mal mit den blauen Augen. Ganz ehrlich, einfach so dieser Blick, dieses zur Seite gucken. Das ist einfach so süß, wenn es nach links guckt. Ich finde es einfach ein... So, oh, hier, ganz ehrlich, also das Huf auskratzen... Also bei keinem Pferd ist die Animation niedlicher. Es ist einfach so unfassbar goldig. Es ist so unfassbar goldig, Leute. Einfach nur mega herzlich. Einfach nur mega herzlich. So. Upsala, gerade nochmal eben füttern. Hallo? Hallöle? Ah. So, und? Warte mal. Kann ich bitte einmal... Warum kann ich dich nicht streicheln? Magst du das nicht? Doch, guck mal, du möchtest doch bestimmt gestreichelt werden. Aha, okay. Oh Gott. Da sehen die so sanft aus, ne? Aber weh, du lässt sie einfach mal ein bisschen unbeobachtet stehen, dann fangen sie sofort an zu zappeln, als ob sie Hummeln im Hintern hätten. So, da ist auch schon Future Stars erstes... erstes Level up. Ich weiß noch gar nicht, wie ich sie vom Spitznamen nennen soll. Habt ihr irgendeinen... Also Future, klar. Future ist auch so ein typischer Pferdename gefühlt. Habt ihr irgendeine Idee für einen Spitznamen außer Future? So, okay. Komm mal mit. Führen gucken wir uns natürlich auch noch an. Special-Animationen kann ich euch jetzt natürlich wieder nicht zeigen. Die sind ja noch... Nö, die sind ja noch verschlossen vom Level, weil irgendwie der Trick, der mir mal genannt wurde, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriege ich das nicht auf die Kette. Vielleicht müsste ich es mir noch mal schreiben, vielleicht bin ich einfach nur doof. So. Guck mal, hier Vergesellschaftung, aber nicht quietschen. Nicht quietschen, benehmt euch. Okay. Sie beknabbern sich direkt schon mal. Ah, es ist süß. Okay, Leute, ich werde jetzt ein Outfit aussuchen und ich habe da schon was im Kopf. So, das ist jetzt das Set, für das ich mich entschieden habe, mit diesem wunderschönen Hellblau. Ich hatte das jetzt auch schon im Streamer jemandem gesehen, ein bisschen anders, aber ich fand die Farbe einfach total toll auf dem Pferd. Und ich habe im Vorfeld, habe ich ein bisschen geschwankt, ich war mir nicht sicher,
Vielleicht das Set vom Geburtstag an diesem schönen Flieder könnte ihm auch sehr, sehr gut stehen. Rosa auch, aber ganz ehrlich, ich liebe auf Grau, Apfelschimmel und Schimmel, liebe ich auch einfach hellblau total. Und deswegen ist es dann letzten Endes hellblau geworden. Ich war mir nicht ganz sicher, so viel vorweg, ich dachte, diese Jacke hier, die gäbe es auch in Blau. Habe ich aber leider nicht gefunden, deswegen ist es dann doch bei der hier geblieben, weil ich wollte nicht die zu krassen Dressursachen, aber auch irgendwie schon was Schickeres. Und deswegen ist es halt jetzt die geblieben. Ich trage wie immer die goldene ovale Brille und den schwarzen Dressurhelm von JVK. Ich finde, der passt einfach total gut zu allen möglichen Sachen aus dem Global Shop. Dann trage ich wieder die dunkelblaue Reitjacke. Auch die gibt es im Global Shop. Und dann habe ich die Silberemblem-Dressurhose von JVK auch aus dem Global Shop. Dazu trage ich die schwarzen Frühlingshandschuhe. Gibt es auch im Global Shop. Und die ebenholzfarbenen Stiefel von Rex Stamper. Also diese Rex Stamper Stiefel, egal in welcher Farbe, die finde ich einfach Bombe. Die finde ich echt richtig schick. So, und Future trägt das schwarze hannoversche Zaumzeug. Gibt es auch im Global Shop. Und den elfenbeinfarbenen Klassik-Springsattel. Ich weiß nach wie vor nicht, warum elfenbeinfarben, weil der ist ja eigentlich schwarz. Und Elfenbein ist halt Elfenbein, also eher cremig, aber gut. Dann trägt Future die Satteldecke Silversong Pony Championat. Das ist aber jetzt nicht die Special-Decke, die es wirklich nur da gibt für einen besonderen Ruf mit den Ornamenten drauf. Die habe ich nämlich noch nicht. Das ist jetzt die ganz normale und ich finde die einfach so toll mit diesen zwei unterschiedlichen Blautönen. Liebe ich. Und dazu sind es die luftig leichten Gamaschen geworden, die eigentlich Bandagen sind. Die gibt es in Moorland und im Global Shop zu kaufen. Ja, so viel zu diesem Outfit und jetzt mache ich das mit den Gangarten wieder so wie beim letzten Mal. Ich werde euch das einfach nur zeigen, mit Musik hinterlegt, da ich ja meine Meinung dazu schon, ja, kundgetan habe. Und damit das alles noch ein bisschen schicker aussieht, mache ich jetzt auch noch Reshade an. Oh, ich liebe dieses Tool einfach. Und natürlich wollen wir uns auch noch die Mähnen anschauen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es bei dieser Standardmähne bleibt, der kurzen, sportlichen Mähne.
Und ich bin gleich mal gespannt, wie das aussieht, wenn... Hallo, wenn die Zöpfchen da sind. Guck, hier hinten sind auch noch so ein paar ganz kleine Deppels und ein paar, ja, fast schon wie Stichelhaare. Ach, das Pferd ist einfach so toll. Also das Modell an sich, Bombe. Übrigens, ich würde mir eine Überarbeitung von diesen Blüten mal wünschen. Ich liebe dieses Accessoire, aber eine neuere Version davon, die so ein bisschen plastischer ist, das wäre schon toll, so richtig schöne Hibiskusblüten. So, hier haben wir die dünnen Zöpfchen. Guck mal, da sehen wir auch das kleine Sternchen. Nicht so ganz krass gleißend weiß. So ein Mittelding, hätte ich fast gesagt. Zöpfchen sind auch sehr, sehr süß. Die Mähne hier finde ich auch schön, fühle ich aber an anderen Farben eher. Ach, guck, jetzt sieht sie aber von der Seite noch babyfaciger aus. Oh, ist das cute. Und da gibt es erstmal wieder Nasenstüber für die Kamera. Okay, krass. Also die Stehmähne ist super goldig bei der Farbe. Ich glaube, für einen jungen Hengst könnte ich mir die sogar vorstellen. Für eine Stute bin ich irgendwie immer eher nicht so der Typ für diese Mähne. Aber guck mal, ganz ehrlich, auf dem Steel Grey sieht die Mähne einfach super knuddelig aus. Richtig cute. Richtig, richtig cute. Abrasiert. Sieht hier sogar auch wieder gut aus. Auf dem Schimmel gefiel es mir nicht so gut, auf dem Forellenschimmel. Hier finde ich es echt schon wieder eigentlich süß. Dann haben wir hier diese mittellangen eingeflochtenen Zöpfe. Die finde ich auch sehr, sehr schön hier auf dem Steel Grey. Finde ich schön. Und dann haben wir halt hier hinten den Schweif noch mit eingeflochten. Ich würde mir halt echt wünschen, den Schweif normal und nur die Zöpfchen eingeflochten. Das fände ich auch sehr, sehr cool. Dann haben wir hier die ganz dicken Zöpfe. Die sind auch richtig, richtig schön. Bei dem Steel Grey. Eigentlich bei irgendeinem müsste ich eigentlich mal die Zöpfchen machen. Gibt's das sogar bei dem Steel Grey? Und hier haben wir die etwas längere sportliche Mähne. Die finde ich eigentlich schöner als die Standardmähne. Aber ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich Future Star vielleicht die Zöpfchen verpasse. Meistens sieht man das Pferd ja von hinten, ne? Also das finde ich schon... Oder halt mit denen hier. Ja, ich glaube, ich finde das hier total schön. Leute, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Future bekommt die dicken, eingenähten Zöpfe. Und oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie schick sie einfach ist. Guckt es euch an, wie schick sie einfach ist. Wow. Richtig, richtig toll. Ha, schön. Also bislang bereue ich keinen einzigen Kauf, wenngleich, wie gesagt, auch die Animationen schöner gemacht sein könnten, weil das Star Stable es kann, das wissen wir. Umso mehr tut es mir eigentlich weh, dass bei diesem Traum von Pferd, guckt diesen Blick euch ab, bitte an, dass bei diesem Traum von Pferd die Animationen nicht on point sind, aber das Modell, wie gesagt, alleine das Rumreiten, allein das Angucken vom Pferd und das Bildpotenzial, was da drin steckt. Allein dafür liebe ich einfach diese Rasse. Ja, ihr Lieben, das war der dritte Kauf. Morgen wird noch ein weiterer folgen, ja. Tatsächlich wird noch ein weiterer folgen. Und ich bin gespannt, ihr könnt ja mal eure Guess in die Kommentare schreiben, welcher es noch wird. Es sind ja noch 4 Farben übrig. Es sind noch übrig der Sooty Buckskin, der Braune ist noch da, der Rappe ist noch da. Und der Fuchscheckke ist auch noch da. Die 4, die sind noch nicht bei mir im Stall. Ich bin gespannt, was ihr ratet. Und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.